Die Basler Zeitung präsentiert Gesundheit heute, unterstützt von Clara Spital, in besten Händen. Interpharma, Forschung für ein besseres Leben. Merian Iselin, Klinik für Orthopädie und Chirurgie. Schultes Klinik, Muskuloskeletalzentrum. Und Violier für Labormedizin. Dimitri, willkommen. Ich nehme hier die Trompete gerade. Jetzt gibt es noch etwas Bewegung. Noch ein bisschen Fuss. Wow. Noch ein bisschen Fussmassage. Fussmassage. Und Gumpen geht auch. Was die Füße alles können. Wegen dem sind sie auch bei uns. Willkommen. Ich freue mich, dass Sie hier sind. Danke. Wegen den Füßen, die haben eine spezielle Bedeutung. Eigentlich fast das Kapital, wie man bei einem Pianist die Hände. Was bedeuten Ihnen Ihre Füße? Absolut. Also, ich meine, das ist alles, was ich da mache auf dem Seil, wenn eigentlich gerade über die Füße. Also, das ist schon mal, ich muss mich ganz sicher fühlen, dass ich nicht abrutsche. Also, die Füße müssen so in Form sein und so trainiert. Die Muskeln müssen so fit sein, dass ich den Druck auch kann heben, oder? Von den grossen Sprüngen. Ja. Mich immer wieder auffangen und die Füße müssen, heben mich quasi wie Hände. Eben, das darf ich das einmal sehen. Seil, ja. Also die können richtig greifen hier. Ja, das spüre ich. Und das hebt dann quasi sehr. Ja, das tue ich dann richtig so quasi das Seil wie heben mit den Zechen. Ja. Also den Krampf darf man auch nie kriegen? Nein. Haben Sie schon mal Probleme gehabt mit den Füßen? Also ich hatte schon so kleine Unfälle. Wenn ich mich manchmal aus der Kanone Schiessen in meiner Show habe ich so eine menschliche Kanone. Yeah. Ich bin Kanonenkugel. Yeah. Und da bin ich mal beim Vorbeifliegen da, gerade da über die Plattform hinweg, habe ich den Fuß dort angeschlagen und den Zeh gebrochen. Und das ist ein Schaden geblieben? Das ist natürlich ein Schaden geblieben. Ich habe jetzt dort einen ganzen lange Steife zu sagen. Ja, aber es geht immer noch gut. Es geht immer noch vier andere zum Greifen. Ja. Sie machen auch mit der Rheuma-Liga in der Präventionskampagne. Ja. Was motiviert Sie da? Also ich habe wirklich gefunden, dass man das sollte unterstützen im Sinne von Bewusstsein, dass Füße sind so wichtig. Also auch nicht nur für mich als Seiltänzer, natürlich vor allem für mich. Ich meine, ich könnte meinen Beruf gar nicht machen, ohne dass meine Füße fit sind. Aber die Lebensqualität, die man verlieren würde, wenn man nicht mehr laufen, rennen kann. Eben, sonst einfach. Und das denkt man gar nie. Genau. Also, das ist eigentlich... Füße tragen einem durchs Leben und auch übers Seil. Ja, und wirklich das ganze Leben. Also 90, 100 Jahre, die Füße müssen die heben, oder? Heben, genau, da müssen wir Sorge haben. Wahrscheinlich haben Sie auch bequeme Schuhe immer. Immer grössere Schuhe als eigentlich meine Grösse ist. Ja.
Wir sehen Sie nachher noch mal. Ich freue mich schon drauf. Und Ihnen daheim sage ich grüezi miteinander. Schön, dass Sie zuschauen. Sie ahnen schon. Heute geht es für uns um Fies, um die drei häufigsten Fußprobleme und die Lösungen natürlich auch. Und anfangen tun wir mit Fersenschmerzen. Ein sehr häufiges Fußproblem sind Fersenschmerzen, besser bekannt unter dem Namen Fersensporn. Der Mensch macht durchschnittlich etwa 5.000 bis 7.000 Schritte am Tag. Sehnen, Bänder und Gelenke werden stark beansprucht. Somit ist es nicht verwunderlich, dass Fußschmerzen häufig sind. Auch Jussi Kastu kennt diese. Der ambitionierte Sportler sucht Rat bei Fußspezialistin Annette Lanz. So, Herr Kastu, können Sie mir denn mal mit einem Finger zeigen, wo es Ihnen wehtut? Hauptsächlich beim Lauftraining plagt der Fersenschmerz den 35-Jährigen. Es ist so ein brennender Schmerz. Er hat sich jetzt in diesem Zeitli auch ein bisschen verlagert. Also von mitten unter dem Fersen ein bisschen auf die Seiten über. Und es ist stechend und brennend. Typisch ist, dass wenn es sehr schlecht geht, dass der Patient nur auf dem Vorfuß läuft. Das sehe ich schon, beobachte ich schon, wenn er ins Sprechzimmer kommt. Die entzündete Sehne an der Fußsohle ist für die Fersenschmerzen verantwortlich. Die überstrapazierte Sehne betrifft sehr oft Läufer und entsteht häufig aufgrund einer verkürzten Wadenmuskulatur. Eine verkürzte Wadenmuskulatur führt zu diversen Fußproblemen. Das ist den meisten Patienten überhaupt nicht klar. Unter anderem kann eine verkürzte Wadenmuskulatur zu Fersenschmerzen führen, sowohl unten an der Fußsohle als auch hinten am Ansatzbereich der Achillessehne. Bei erhöhter sportlicher Belastung ist regelmäßiges Dehnen ganz wichtig. Ich habe so eine elektrische Zahnbürste, die genau so die 30 Sekunden irgendetwas anderes sagt. Und jetzt tun ich halt einfach beide Zonen halt zum Zähneputzen. Das sind dann im Schlussendlich 2,5 Minuten, wo ich dann einfach sicher jeden Tag mache. Um den akuten Schmerz zu bekämpfen, hat sich Jussi Kastu jetzt für die Eigenbluttherapie entschieden. Nach der Blutentnahme wird das Blut 5 Minuten zentrifugiert. Hier haben wir das zentrifugierte Blut. Unten sieht man den festeren Anteil, das sind die roten und weißen Blutkörperchen. Und oben ist das Plasma mit den Thrombozyten. In die Spritze wird nur das Plasma mit den Thrombozyten gezogen. Diese enthalten Wachstumsfaktoren und werden direkt in die Ferse gespritzt. Thrombozyten sollen die körpereigenen Selbstheilungskräfte aktivieren. Für Jussi Kastu vielversprechend. Eigenblutbehandlung, interessant und vielversprechend. Frau Lanz, was heißt vielversprechend? Das heißt, dass Patienten, die schon alle möglichen Behandlungen probiert haben, dann noch eine Option haben, die Schmerzen in den Griff zu bekommen, dass sie letztlich verschwinden. Jawohl. Man kann auch sehen, im Beitrag Dehnen ist so wichtig. Wie macht man das genau? Dehnen sollte man nach Möglichkeit in den Tagesablauf integrieren, dass man ein paar Mal am Tag diese Übungen macht. Idealerweise hat man irgendwo eine Wand, an der man sich abstützen kann. Nimmt dann das Bein, was man dehnen möchte, nach hinten, das andere Bein nach vorne. Das zu dehnende Bein wird gestreckt und mit dem anderen kann man dann wippen. Das kann man da so. Jawohl, das macht man regelmäßig, am besten jeden Tag. Am besten jeden Tag. Mhm. Wenn man natürlich akut betroffen ist, sollte man es, wenn es geht, 5-mal täglich machen. Mhm. Wenn die Beschwerden nachlassen oder ganz verschwunden sind, ist es kein Fehler, das prophylaktisch weiterzumachen. Aber man kann das natürlich ein bisschen die Frequenz etwas senken. Mhm. Bringen Einlagen oder spezielle Schuhe bei Fersensporn etwas? In der Regel ist es von Vorteil, wenn man eine Fersenweichbettung in den Schuh legt. Das kann entweder ein Silikonkissen sein oder eine weiche Einlage, die gut abfedert oder eben auch Turnschuhe trägt mit einer Gelsohle beispielsweise. Mhm. Und wir schauen jetzt auf die Zehen. Dort gibt es häufig Hallux. Jeder Fünfte ist davon betroffen. Und manchmal sind die Schmerzen so groß, dass man operieren muss. Heute kann man das sogar minimal invasiv machen. Ein sehr häufiges und bekanntes Fußproblem ist der Hallux valgus. Eine Fehlstellung des großen Zehens, der nach außen abknickt.
Früher gab es nur eine Operationstechnik für die Hallux-Valgus-Korrektur. Heute wird die komplexe Fehlstellung genau analysiert und mit verschiedenen Techniken korrigiert. Sehr schön sieht man hier, wie sich der Pfeilbogen aufspannt zwischen dem Mittelfußknochen und dem Grosszehen. Der kippt so hier über. Und das wäre quasi das Holz vom Pfeilbogen. Und dann die Sehne läuft hier durch und spannt eben den Bogen auf. Und das ist biomechanisch gesehen auch die Ursache, dass das wird zunehmen. Und wenn man das jetzt zurückführt, dann ist die Seite entsprechend dem Verlauf vom Knochen und dann sind die Kräfte neutralisiert. Donnerstagmorgen, 8:45. Operationsstart. Dr. Sherah Farkash operiert den Hallux seiner Patientin. Minimalinvasiv. Heutzutage ist die Ästhetik ein ganz, ganz wichtiger Punkt, der berücksichtigt werden muss. Vor allem die Frauen zeigen heutzutage ihren Fuß. Das ist eine Selbstverständlichkeit heutzutage. Und das war früher nicht so. Und dem wird Rechnung getragen, unter anderem auch mit der mini-invasiven Fußchirurgie, wo natürlich keine eigentlichen Schnitte mehr gemacht werden, sondern nur noch Löchli. Und das führt natürlich schon wirklich einfach zu sehr schönen Ergebnissen. Vom Hallux Valgus sind dreimal mehr Frauen als Männer betroffen. Jetzt wechseln wir auf die Innenseite und tun hier jetzt über einen relativ kleinen Schnitt das Gelenk öffnen und den ersten Mittelfußknochen anstellen. Jetzt haben wir das Überbein weggenommen, oder die Exostose, wie wir dem sagen. Durch den Hallux Valgus verliert man die Abstützfunktion vom ersten Strahl, also vom Grosszehen. Die verliert man und damit kommt es immer mehr zu einer Abkippstellung vom Fuß und der Fuß von davon einknicken. Und wenn man den Hallux Valgus korrigiert, hat man wieder die Abstützfunktion und der Fuß richtet sich wieder auf. Wir haben den Knochen durchtrennt, gerichtet und jetzt wird er fixiert. Und die Fixation geht mit einem Schräubchen, wo ein unterschiedliches Gewinde hat, sodass, wenn man es dann anschraubt, gibt es eine Kompression, drückt die beiden geschnittenen Knochenflächen aufeinander. Der Zugang wird verschlossen und ein stabiler Verband angelegt. Schon am nächsten Tag ist die Patientin wieder mobil und darf auf den operierten Fuß stehen. Frau Lanz, wie groß sind eigentlich die Schmerzen nach einer Hallux-Operation? Die Operation hat ja von früher her eher einen schlechten Ruf. Das, der Grund ist wahrscheinlich, dass die Fußchirurgie früher von allen möglichen Chirurgen nebenbei mitgemacht wurde. Durch die neuen Operationstechniken, die relativ schnell auch gemacht werden können, sind die Schmerzen hinterher nicht mehr so stark. Meistens kann man der ersten Nacht mit einer Schmerzspritze über die Runden kommen und am nächsten Tag geht es mit Tabletten weiter. Mhm. Ist noch die Beweglichkeit von dem operierten Fuß gut? Ja, also es ist, kann zu gewissen Einschränkungen der Beweglichkeit im Großzehengrundgelenk kommen. Mhm. Aber das kann man dann mittels Physiotherapie und Übungen in Eigenregie dann wieder verbessern. Mhm. Aber damit muss man rechnen, beziehungsweise es kann passieren und das wird dem Patienten auch so vorher gesagt. Mhm. Und heute ist der Rückfallgefahr nicht mehr so groß, gell? Wenn die Operation technisch gut gemacht ist und der erste Mittelfußknochen korrekt aufgerichtet wurde, dann ist die Rückfallgefahr eher klein. Sehr klein. Vorfußschmerzen können auch passieren wegen einer chronischen Entzündung vom Nerv. Und das ist wenig bekannt, aber relativ häufig bei Spreizfuß. Ein weiteres sehr häufiges Fußproblem ist die gutartige Verdickung des Nervs zwischen dem dritten und vierten Zeh. Die sogenannte Motorneuralgie. Von der häufigsten Nervenerkrankung am Fuß sind hauptsächlich Frauen betroffen. Ganz typisch sind Schmerzen in geschlossenen Schuhen. So auch bei Theresia Höhner. Ich habe einen stehenden Beruf und ich mache ziemlich viel Sport. Und jetzt trainiere ich für einen Halbmarathon. Ah, Laufsport. Jawohl. Mhm. Und es wird immer schlimmer. Es ist so schlimm, also ich muss laufen hören. Stechende Schmerzen im linken Fuß plagen die ambitionierte Marathonläuferin. Das
Also am Anfang würde ich sagen, habe ich Angst gehabt, weil eben durch das, dass ich sehr aktiv bin, immer etwas mache, habe ich gedacht, oh, jetzt kann ich den Ball nicht mehr laufen. Was tue ich denn? Muss ich barfuß gehen und muss ich den ganzen Sport hören? Da hat mir dann ein bisschen Angst gemacht. Ein Röntgenbild soll Klarheit schaffen. Bis auf einen leichten Spreizfuß sieht man hier nichts Besonderes. Vor allem sieht man keine Arthrosen. Mhm. Dr. Annette Lanz hat die Vermutung, dass es eine Motorneuralgie sein könnte. Der Nerv wird dann beim Abrollen vom Fuß mechanisch eingeklemmt zwischen den Köpfchen. Im Laufe der Zeit kommt es dann zu Vernarbungen, Bindegewebsvermehrung im Nerv. Der Nerv kann immer dicker werden und letztlich haben wir einen Teufelskreis. Je dicker er wird, desto mehr wird er dann mechanisch gereizt beim Laufen. Die gutartige Verdickung wird auch Morton-Neurom genannt. Die Diagnose ist schnell gestellt. Also mit zwei Fingern testet man jetzt die 10 Zwischenräume. Und da prüfe ich erstmal die Räume, die nicht, voraussichtlich nicht schmerzhaft sind. Dann haben wir hier den zweiten Zwischenraum. Das tut schon ein bisschen weh. Und jetzt hier diesen, wo es am häufigsten vorkommt. Tut es denn da mehr weh? Da. Die Therapiemöglichkeiten, die konservativen, die beschränken sich eigentlich darauf, dass man eben nach Möglichkeit weite Schuhe trägt. Wir werden sehr häufig gefragt, ob denn Einlagen einen Sinn machen. Wir haben aber die Erfahrung gemacht, dass das selten etwas bringt, da das Platzproblem im Schuh zunimmt. Ich habe dann auch am Morgen eine Tablette genommen, dass es ein bisschen geringer war. Ich habe mit den Schuhen versucht, mit Softsohlen und allem Möglichen, einfach, dass es weniger tut. Und dann musste ich natürlich hören beim Joggen. Um zukünftig wieder ihrem Hobby zu frönen, entscheidet sich Theresia Höhner für eine Kortisonspritze. So, jetzt gibt es einen Stich. Die Infiltration beruhigt den gereizten Nerv und die Schmerzen klingen ab. So kann Theresia Höhner bald wieder ihre geliebten Joggingschuhe anziehen. Frau Höhner, wie viele Mal haben Sie jetzt die Infiltration schon gemacht? Zweimal. Zweimal. Und wie geht es Ihnen? Super. Gar keine Schmerzen? Nein, ja. Wunderbar. Auch das Joggen geht gut? Ja, geht ganz gut. Ist denn das sofort oder braucht das eine Zeit, bis das kommt? Ja, ich glaube, es ist etwa so eine Woche gegangen. Ja, ja. Immer besser. Wie viele Mal kann man so eine Cortison-Infiltration machen? Wenn die Infiltration eine gute Wirkung hat, kann man die durchaus nach einem halben Jahr oder nach einem Jahr wiederholen. Und wenn ein Patient alle Jahre oder alle zwei Jahre zur Infiltration kommt, ist das kein Problem. Gar kein Problem, ja. Könnte man das auch operativ lösen? Ja, man kann, wenn die Spritzen nichts nützen und der Leidensdruck groß ist, kann man ein Stückchen von dem Nerven entfernen. Dann nimmt man diesen veränderten Teil raus, das sind etwa 2,5 Zentimeter. Wie ist es mit den Schuhen? Müssen Sie da auf etwas besonders achten oder können Sie alle möglichen Schuhe tragen? Ich kann alles tragen. Ja, sogar Stöckli-Schuhe kann ich jetzt wieder nehmen. Ja. Ist super. Ja. Wie groß ist denn die Gefahr, dass es am anderen Fuß auch passiert? Also häufig sieht man, dass das symmetrisch auftritt. Ja. Wenn die Ursache ein Spreizfuß ist, und beide Füße die gleiche Deformität aufweisen, dann ist es doch häufig, dass es symmetrisch auftritt. Mhm. Wie ist es bei Ihnen, Frau Höhner? Ich habe es dann auch beim Rechten bekommen, etwa vor 2 Jahren. Aber jetzt bin ich auch schmerzfrei. Ja, auch dort haben Sie müssen spritzen? Ja, eine. Ja, ja. Was noch interessant ist, Frau Lanz, wir haben gesehen, Morton-Neurom und auch die andere Thematik von Hallux ist häufiger bei Frauen. Warum? Das hängt wahrscheinlich damit zusammen, dass genetisch bedingt, also anlagebedingt, der Spreizfuß bei Frauen viel häufiger ist als bei Männern. Mhm. Und der kann mit gewissen Folgeproblemen behaftet sein. Also jeder Hammerzehenentwicklung, Morton-Neuralgie. Ja. Können Sie noch etwas Kurzes sagen? Was können wir gut tun für unsere Füße, um sie gesund zu halten? Was würde Sie empfehlen? Man sollte durchaus ab und zu mal barfuß gehen, auch mal flache Schuhe tragen, Schuhe häufig wechseln, Fußgymnastik machen. Mhm. Aber eine Spreizfußentwicklung oder gar einen Hallux Valgus in dem Sinne kann man wahrscheinlich nicht vorbeugen. Das ist dann einfach, ja.
gegeben. Ja, das der Natur gegeben. Schicksal. Dankeschön vielmals, Frau Lanz, für die guten Informationen und auch Ihnen, Frau Hörner, dankeschön, dass Sie bei uns gewesen sind. Weitere Informationen über die drei verschiedenen Fußprobleme finden Sie bei uns auf der Webseite www.gesundheit-heute.ch. Und dann empfehle ich Ihnen auch noch, gehen Sie doch einmal bei seniorweb.ch schauen. Auch dort finden Sie Informationen über Fußprobleme. Und jetzt gehen wir zurück zum David Dimitri. Wir haben viele gehört über Füße, über kranke Füße. Jetzt sehen wir gesunde Füße, ihre Füße. Es ist eigentlich unglaublich, was die alles leisten. Hier in Athen 45 Meter Höhe. Aber ich denke, ein Haufen spielt sich auch im Kopf ab. Oder spüren sie da nicht mehr? Oder wie, nur? Oder wie muss ich mir das vorstellen? Absolut. Also, da tue ich mich natürlich in eine Art Zustand hineinversetzen, mental. Und das Seil wird mein Boden, oder? Yeah. Und alles andere versuche ich auszuschalten, obwohl ich alles sehe und alles höre. Mm-hmm. Und aber so entsteht dann eigentlich die Zuversicht und das Vertrauen, ich habe in meine körperlichen Fähigkeiten. Mm-hmm. Aber wieder die Füße, ich meine, die sind am Schluss heben die mich natürlich, oder? Und mm-hmm. die müssen auch die Strapazen auf sich nehmen, je nach Wind. Es kann auch regnen und so weiter. Ja, all das. Es sind ein Haufen Sachen, die hier mitspielen. Ja. Wo sehen wir Sie das nächste Mal? Ich gehe jetzt dann nach Werschau zu meinem Vater, weil er wird 80 dieses Jahr. Und als Geburtstagsgeschenk gehe ich mit meinem ganzen Zirkus dort runter und hänge nach ein paar Vorstellungen dran. Also, das kann man schauen. Könnte man mich sehen, ja. Schön, da freuen wir uns. Und danke schon vielmals, dass Sie bei uns waren. Es war spannend. Und Ihnen daheim sage ich auch Adieu miteinander. Ich hoffe, Sie haben profitieren können. Machen Sie es gut und auf Wiedersehen. Vor allem ältere Menschen leiden häufig unter grausamen Muskelkrämpfen. Nicht selten rauben diese Schmerzen den Schlaf. Was dagegen hilft, erfahren Sie nächste Woche. Die Basler Zeitung präsentiert Gesundheit heute. Unterstützt von Clara Spital. In besten Händen. Interpharma. Forschung für ein besseres Leben. Merian Iselin, Klinik für Orthopädie und Chirurgie. Schultes Klinik, Muskuloskeletalzentrum. Und Violier für Labormedizin.